Ja, Kritiker, die armen Kerle oder auch Frauen irgendwo, was sollen die denn noch schreiben? Das Leben ist so komplex. Ich finde es gut, dass die noch nicht unter Hartz IV gehen, weil ein Kritiker, der kritisiert, muss ja im Grunde das schreiben, sein persönliches Empfinden. Und das ist ja meist immer negativ, weil er sich ja absetzen will von der breiten Masse vom Publikum, denen das gefallen hat. Es gibt nur noch wenig gute Kritiker. Und da einen Kritiker verstehe ich, der konstruktiv arbeitet. Das heißt, er darf seinem Subjektiven dazugeben, aber er sollte aber auch ein bisschen auf das Publikum hören, weil das Publikum sehr feines Händchen und sehr feines Näschen hat für Dinge, die gut sind oder nicht. Aber sie sollen weiterleben.